Das neue Lianli O11 Dynamic Evo erhält als Status-LED nur noch eine Power-LED, die dir zeigt, dass der PC an ist. Macht aber wenig Sinn, wenn es ein RGB-PC ist, denn dann siehst du schon, wenn er an ist, weil alles leuchtet. Daher hier ein kleiner Hack, wie du die Power-LED zur HDD-LED umfunktionierst. Dazu nimmst du den kombinierten Stecker und hebelst mit einem kleinen Schraubendreher die Widerhaken hoch. Somit lassen sich dann die Power-LED-Kabel rausziehen. Diese steckst du dann auf die andere Seite wieder ein, das mit dem Strich, also Plus, wieder nach außen. Steckst den Stecker wieder aufs Mainboard und somit hast du eins der ersten Lianli Evo-Gehäuse mit HDD-LED. Für mehr Tipps folge gern.